Hallo zusammen, in meinem heutigen Video geht es um Schmerzen, und zwar Schmerzen unter der Fußsohle oder im Bereich der Ferse. Der Fachbegriff ist Plantarfasziitis oder sogar Fersensporn. Wenn das, das Ganze sich verfestigt und chronisch wird, kann es auch schlimmer werden. Also es geht um deine Fußsohle heute. Ja, viele Läufer kennen das Problem, aber auch nicht nur Läufer, sondern es gibt natürlich auch ansonsten dieses typische Krankheitsbild, die sogenannte Plantarfasziitis, also ein entzündlicher Prozess, eine Entzündung der Plantarfaszie, des Bindegewebes unter dem Fuß. Und das Besondere an Faszien ist im Prinzip, dass alle Faszienstrukturen im Körper miteinander vernetzt sind, in Kontakt stehen. Das heißt, die Plantarfaszie, die Bindegewebsplatte unter dem Fuß zwischen den Zehengrundgelenken und der Ferse, ist über die Achillessehne mit der Faszie der Wadenmuskulatur und mit der gesamten Rückseite des Körpers verbunden, und da können Probleme entstehen. Ja, vor allem, wenn man jetzt viel läuft, das Laufpensum steigert, vielleicht auch keine idealen Bewegungsabläufe hat, kann es zu Überlastungen kommen. Eine Zeit lang kompensiert unser Körper viel, aber irgendwann gibt es halt einfach Schwachstellen, wo Probleme oder Schmerzen auftreten. Meistens hängt das mit einer zu hohen Spannung in der Beinrückseite, vor allem in der Wadenmuskulatur, zusammen. Die überträgt sich dann auf die Faszie im Fuß und kann da eben zu Problemen, zu Verklebungen oder entzündlichen Prozessen führen. Und heute möchte ich euch ein paar Übungen zeigen, wie ihr selber daran arbeiten könnt, diese Problematik in den Griff zu bekommen. Ja, was brauchen wir für unsere heutigen Übungen? Eine kalte Getränkedose aus dem Kühlschrank, wenn ihr sowas noch bekommen könnt, wäre das super. Hier in Spanien ist es kein Problem. Ich hoffe, in Deutschland kommt man auch noch irgendwie an sowas ran. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Ergänzung. Dann brauchen wir einen Ball. Ich habe jetzt hier einen Lacrosse-Ball. Der ist ein bisschen härter, hat etwa die Größe von einem Tennisball. Ja, wenn euch das zu schmerzhaft ist, was ich euch gleich zeige, könnt ihr mit dem Tennisball anfangen. Man kann auch Golfbälle oder andere Sachen nehmen. Also umso kleiner und härter die sind, desto tiefer geht es letztendlich ins Gewebe rein, das wir gleich bearbeiten wollen. Also, seid gespannt. Ja, die erste Übung heute ist der sogenannte Fersensitz. Einige Athleten von mir kennen das schon. Ich habe das auch in anderen Videos schon gezeigt. Ich finde es eine der besten und wichtigsten Dehnübungen, die man machen kann. Ziel ist es, die Plantarfaszie zu bearbeiten. Ich zeige euch das jetzt nochmal in der sitzenden Position, also hier unten zwischen den Zehengrundgelenken und der Ferse. Dieser Bereich, Bindegewebsplatte, das ist die Plantarfaszie, und da kann es eben zu Verklebungen kommen. Was wir jetzt machen, ist die Zehen einmal aufstellen, so, also die Füße so mit den Zehen reingucken, dass ihr die so ein bisschen umbiegt, also nicht da ausweichen und euch so hinsetzen, sondern so. Und jetzt gehen wir mit dem Körpergewicht auf die Fersen, versuchen uns also einfach aufrecht hinzusetzen und in die Dehnung reinzugehen. Ihr werdet das in den Zehen natürlich merken, das kann sehr unangenehm sein am Anfang. Deswegen würde ich das in Intervallen machen, vielleicht mal so versuchen, 20, 30 Sekunden das auszuhalten, dann ein bisschen hochgehen, entlasten und wieder runter. Ziel sollte sein, dass ihr insgesamt 2 Minuten diese Dehnung haltet. Ja, da kommt Entspannung jetzt rein in diese ganze, in den ganzen Fußbereich, aber auch die ganze Beinrückseite. Ich hatte ja eben gesagt, dass unsere Faszien miteinander in Verbindung stehen. Das heißt, man kann die nicht isoliert betrachten und isoliert bearbeiten, sondern wenn ich hier unten im Fasziengewebe für Entspannung sorge, wirkt sich das über die ganze Kette auch auf den Rücken aus. Also das ist schon mal eine der wichtigen Erkenntnisse, um Entspannung zu schaffen. So, wie gesagt, wenn ihr es nicht aushaltet, geht ein bisschen hoch oder macht eine kurze Pause. Kann man einfach sich so hinsetzen, die Füße ein bisschen entlasten. Wenn das zu schmerzhaft ist in den Knien, versucht euch ein Kissen
unter die Fersen oder auf die Fersen zu machen, dass ihr euch da drauf setzt. Dann seid ihr ein bisschen höher, ist nicht ganz so viel Gewicht drauf, aber wichtig ist einfach, dass ihr ein bisschen in diese Dehnung reinkommt und euch da langsam dran gewöhnt. Also das ist Übung Nummer 1. Meine Empfehlung ist, das zweimal am Tag zu machen und immer, wenn ihr Sport macht, Fahrradfahren, Laufen, immer wenn die Beine beteiligt sind, dass ihr im Anschluss kurz eben in diese Dehnposition reingeht. Ja, und bei akuten Problemen natürlich Fersensporn, Faszienentzündung oder Plantarfasziitis eben zweimal täglich. Jetzt kommt die nächste Übung. Bei Übung Nummer 2 wollen wir die Plantarfaszie ein bisschen ausrollen. Jetzt nicht mit einer großen Faszienrolle, sondern wir nehmen einen kleinen Ball. Der ist ideal, um dann mit dem Fuß drauf zu gehen und hier wirklich das Gewebe auszurollen. Es darf ein bisschen Druck drauf, aber geht halt so, wenn das ein bisschen Schmerz, okay, aber jetzt nicht so, dass es nicht auszuhalten ist. Ja? Also ein bisschen in die Schmerzen rein. Guckt, wo die Stellen sind, die besonders wehtun und da vorsichtig erstmal anfangen und dann immer mehr Druck erhöhen, rollen und ordentlich die Fußsohle massieren. Mindestens eine Minute pro Fußseite, das ist meine Empfehlung. Ja, mit der nächsten Übung knüpfen wir an das Ausrollen der Fußsohle. Jetzt allerdings nicht mit dem Ball, sondern eher ein bisschen der angenehmere Teil. Wir nehmen eine Getränkedose aus dem Kühlschrank. Das ist genau die richtige Temperatur. Also sie sollte nicht zu kalt sein, aber auch nicht warm. Und machen das Gleiche. Wir rollen die Fußsohle aus, mit einem ganz leichten Druck. Jetzt ist aber das Interessante, dass wir Kühlung auf den Fuß aufbringen. Das hilft halt bei entzündlichen Prozessen. Also, Dose auf den Boden. Und die Fußsohle ausrollen. Nicht zu feste drücken, sonst geht die auf. So, eine Minute, dann Seitenwechsel. So. Und die letzte Übung für heute ist Dehnübung für die Beinrückseite. Aber ich will vor allem auch die Wadenmuskulatur da mit drin haben. Dafür habe ich mir zwei Bücher auf den Boden gelegt, also eine leichte Erhöhung. Bin hier an der Wand, dass ich mich ein bisschen abstützen kann. Ist etwas bequemer, als das frei im Raum zu machen. Setze einen Fuß mit den zehn Grundgelenken quasi auf das Buch mit der Erhöhung. Strecke das vordere Bein, das hintere Bein kann ich locker halten und jetzt gehe ich einfach in die Dehnung rein, indem ich mit dem Körper nach unten gehe, gucke, dass ich die Dehnung in der Beinrückseite spüre. Man kann es ein bisschen abwechseln, mal versuchen, das Becken aufzurichten, den Rücken gerade zu machen, dann ist das Bein manchmal nicht mehr ganz gestreckt, kommt auf die Beweglichkeit an natürlich und dann wieder in die volle Streckung rein, aber im Prinzip, Bein ist gestreckt. Und ich gehe mit dem Körpergewicht nach vorne, um auf die ganze Beinrückseite Gewicht drauf zu geben. Auch das mindestens eine Minute halten, dann Bein wechseln. Könnt ihr von der Seite vielleicht nochmal besser sehen. Ja, also der Fuß ist vorne erhöht, die Ferse auf dem Boden. Und ich gehe hier in die Streckung rein, indem ich mich mit dem Oberkörper ein bisschen nach vorne lehne. An der Wand kann ich mich abstützen, das ist ein bisschen bequemer. Ja, man kann ein bisschen in die Streckung vom Rücken reingehen und dann wieder abwechselnd so ein bisschen arbeiten, dass man halt einfach merkt, wie die Wade aufgedehnt wird. Ja, ich gehe mal hier hin, könnt ihr mich besser sehen. Also das sind meine Übungen für die Plantarfaszie oder im akuten Fall einer Plantarfasziitis, also wenn ihr Schmerzen unterm Fuß habt. Ja, das sind meine Empfehlungen und meine Übungen, wenn ihr Probleme mit der Plantarfaszie habt, also eine Plantarfasziitis, die sich schmerzhaft äußert, dann sollte man da nicht zu lange warten und einfach weiter trainieren, sondern schauen, dass ihr sofort in die Behandlung reinkommt und das im Prinzip in den Griff bekommt. Je nachdem, wie akut die Schmerzen sind und wie unangenehm das Ganze ist,
kann es sinnvoll sein, dass man das Ganze mit einer Laufpause von 2, 3 Wochen flankiert, also in der Zeit dann eher Radfahren geht oder vielleicht auf Aquajogging ausweicht, also Sportarten, wo eben nicht so eine hohe Last auf der Plantarfaszie liegt, weil das Fußgewölbe da nicht so stark arbeiten muss. Und gegebenenfalls kann es bei entzündlichen Prozessen auch sinnvoll sein, dass man da medikamentös mit bestimmten Schmerz- und Entzündungshemmern vorgeht. Das aber bitte in jedem Fall mit eurem behandelnden Arzt absprechen, ob ihr dann Ibuprofen oder Diclofenac oder sowas mal für eine Zeit begleitend mit einnehmt, um einfach die Schmerz- und die Entzündung aus dem Fuß rauszubekommen. Alternativ kann man, das ist rezeptfrei, versuchen, ein bisschen mit Omega-3-Fettsäuren zu arbeiten. Da gibt es sehr interessante Studien zu, dass die eben auch eine ähnliche entzündungshemmende Wirkung wie diese typischen Schmerzmittel wie Ibuprofen entfalten, allerdings ohne die Nebenwirkung, dass das den Magen- und Darmbereich angreift. Einfach schauen, dass ihr Omega-3-Fettsäuren zu euch nehmt als Ergänzung zur täglichen Ernährung oder euch einfach Omega-3-fettreich ernährt, also Avocado zum Beispiel oder fette Meeresfische in den Speiseplan mit reinnehmt, dass ihr einfach schaut, dass ihr ausreichend Omega-3-Fettsäuren aufnimmt. Das sind meine Tipps für eure Plantarfaszie. Gerne Daumen hoch, wenn euch meine Videos gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann kommentiert das Video. Gerne teilen mit anderen. Umso mehr Leute ich erreiche, desto mehr Menschen können wir helfen, wieder schmerzfrei laufen zu können. In diesem Sinne, ciao und bis demnächst.